Wir haben die Schlagzeilen alle gelesen, liebe Zuschauer. Diese heutige Partie lässt niemanden kalt. Es ist Vorfreude pur. Gleich können wir endlich loslegen mit Bayer Leverkusen gegen Köln. Heute melden wir uns aus der Bayer Arena, liebe Fußballfans. Herzlich willkommen zu dieser Partie. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln. Also über das Spiel wurde natürlich einiges geschrieben im Vorfeld. Ist ja klar, so eine Partie lässt niemanden kalt. Ist eine sehr interessante Begegnung, ohne Frage. Bayer 04 Leverkusen beginnt in diesem Spiel mit dieser Aufstellung. Im Tor sehen wir Lukas Radetzky. Jonathan Tah spielt mit Edmond Tapsoba in der Abwehr. Und vorne ist das Tor. Aus dem Schuss wird keine richtige Chance. Dafür ist er einfach zu hoch. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Es gibt Einwurf. Xhaka. Eine Riesenchance. Gehalten, da zeigt er sein Können. Ecke kommt in den 16er. Frühes Stören jetzt. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Bockstark im Abschluss. Sie müssen eng an ihm dranbleiben, sonst macht er hier sein Tor. Da bin ich mir ganz sicher. Sieht nicht gut aus bei ihm. Sie werden wohl wechseln müssen. Hübers. Dejan Ljubicic. Benno Schmitz. Und dann bringt dieser Angriff doch nichts ein. Jonas Hofmann, da ist er mit dem Block zur Stelle. Wir sehen das frühe Pressing. Vorteil, spielt euch weiter. Er ist frei, da kann was draus werden. Radetzky wehrt ab. Köln ist am Ball. Waldschmidt. Tolle Chance. Schön geklärt. Timo Hübers. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Super Trick, er kommt vorbei. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Davy Selke. Gute Aktion jetzt. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Jonas Hofmann.
Keins. Paccarada. Da muss er hin und holt sich den Ball. Ja, könnte gefährlich werden. Da kommt der Steilpass, aber leider etwas zu spät. Abseits. Ja, ja, das ist abseits. Da hat die Abstimmung gefehlt. Wenn Sie den etwas früher spielen, diesen Pass, dann ist es eine gefährliche Szene. Leverkusen mit dem Wechsel. Er holt sich diesen Ball. Keins. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Und es gibt Freistoß für den 1. FC Köln. Hereingabe in die Mitte. Und damit war es das erstmal da hinten. Davy Selke. Den Zweikampf führt er sehr gut. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Granit Xhaka. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Ah, das frühe Stören, das zahlt sich aus. Da haben Sie den Ball. So, wir gehen in die Pause. Da ist der Pfiff. Jetzt können wir alle erstmal durchatmen. Von ihm kommt bisher zu wenig, das muss man so sagen. Er trifft heute viele falsche Entscheidungen auf dem Platz. Auch deshalb nur ganz wenige Aktionen. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Nur noch der Torwart vor sich. Lässt sich nicht wehren, den hält er. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Kommt rein. Da konnten sie nichts draus machen. Ja, gefährlich. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Paccarada. Übers. Davy Selke. Dejan Ljubicic. Gehalten, aber abgepfiffen, abseits. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Und Köln hier mit dem Ball gewinnen. Setzt sich durch. Das könnte die Gelegenheit geben. Oh, da haben sie... Es gibt Elfmeter. Jetzt haben sie hier also die Chance, in Führung zu gehen. Das Foul ahndet der Unparteiische und gibt Gelb. Die Chance hier zum 1:0. Da ist er drin, der Elfer.
wir diesen Strafstoß nochmal. Er ahnt, für welche Ecke sich der Torhüter entscheiden wird. Verlädt ihn. Gut gemacht. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Geht vorbei. Wirtz! Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgleich. Ecke in die Mitte. Bayer bekommt den Elfer. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Jetzt können sie den Ausgleich schaffen. Der Strafstoß ist drin. Hier nochmal die Wiederholung dieses verwandelten Elfmeters. Der Ball geht über dem Keeper ins Netz. Ja, da hat nicht viel gefehlt, war die richtige Ecke. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1:1. Jonas Hofmann. Und klasse durchgesetzt. Flanke kommt nach innen. Da können Sie erstmal klären. Wird das Führungstor? Gute Parade. Jetzt gibt es hier einen Wechsel. Die Ecke kommt rein. Ein guter Block hier. Das Vorchecking ist da. Gut. Schwacher Pass. Das ist jetzt seine Chance. Sie haben immer noch den Ball. Und Tor! Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann kommt dieser unheimlich wuchtige, unheimlich stramme Schuss und drin ist er. Hier ist noch alles drin. Ganz energisch. Oh, viel Platz jetzt. Stark vom Torhüter. Nach der Parade ist der Jubel natürlich groß. Da sehen wir es. Ja, den Ball, den musst du erst mal halten. Ecke kommt in den 16er. Erneut das Tor. Drin ist der Ball. Und damit ist hier wieder alles offen. Schneller Ausgleich. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke. Und dann kommt der Kopfball. Technisch wunderbar gemacht ist das. Da gibt es gar nichts zu halten.
Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Das macht er sehr gut. Keins. Wenn der Steilpass so perfekt kommt, dann wird es gefährlich. Vielversprechende Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. Wirtz. Er zieht vorbei. Chance zur Führung. Doch noch das Tor. Damit hat hier keiner gerechnet. Aber jetzt können sie das Derby tatsächlich gewinnen. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Minuten jetzt noch. Und jetzt haben sie den Ball. Leverkusen versucht jetzt mal. Gut zugemacht bei dieser Chance. Er gibt den Ballbesitz ab. Vielleicht geht jetzt doch noch was. Er schießt von weit draußen. Na ja, warum nicht? Mal gut. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Klasse Timing, da kommen sie nicht durch. Und es gibt Freistoß für den 1. FC Köln. Keins. Vielversprechender Vorstoß. Da ist der Schuss. Er ist zur Stelle. Schöne Aktion. Sie liegen mit einem Tor zurück, aber jetzt noch mal Ecke. Wird das noch was? Die Ecke kommt rein. So, und damit hat Leverkusen dieses Derby gewonnen. Sie haben es heute spannend gemacht. Spät, sehr spät fällt die Entscheidung. Es ist am Ende egal. Sieg ist Sieg. Heute war das wirklich eine gute Leistung. Das Führungstor war unheimlich wichtig in dieser Partie, ist immer da, immer zur Stelle, übernimmt Verantwortung und hilft der Mannschaft damit natürlich enorm. Nicht nur heute bei diesem schönen Sieg.